Ich hoffe, ihr habt alle eine Decke dabei und euch einen Kakao gemacht, denn wir sind immer noch in Wilsons Manor, im gruseligsten Heim aller Heime. Und jetzt nehmen wir erstmal unsere ganzen vermissten Notizen, die wir gefunden haben, und legen die in dieses Journal rein, in dieses Tagebuch oder was auch immer es ist, denn dort werden die halt vermisst. Also irgendjemand hat die wohl verloren und hat dann sein Tagebuch hier hingelegt, um in der Hoffnung, dass irgendein Fremder herkommt, um die ganzen Tagebuchseiten zu finden. Deswegen würde ich sagen, helfen wir ihm doch mal und legen ihm diese drei Seiten rein. Achso, moin Leute und herzlich willkommen zurück zu Lillian Session Curse of the Immortals. Lass mal sehen, was es hier zu geschrieben steht. Oh, schau mal, es ist ein Code, um in eine Kiste zu kommen, irgendwo in diesem Häuschen. Kann mich nicht daran erinnern, dass wir irgendwo einen Code angeben mussten. Nehmen wir einfach das Blatt hier mit uns. Ernsthaft? Ihr habt jetzt drei Notizen gefunden. Nur um sie wieder mitzunehmen, also in dieses Tagebuch gelegt, nur um es wieder mitzunehmen. Das ist irgendwie ein bisschen unsinnig, habe ich das Gefühl. Aber egal, ist doch nicht mein Problem. Beim letzten Mal ist uns aufgefallen, wir haben ja noch eine Axt gefunden. Und mit dieser Axt wollten wir diesen einen Baumstumpf, der hier zu unserer Rechten steht, ein bisschen klein hacken. Und zwar war das Lillys Idee. Also, Lilly, go for it mit der Rusty Hatchet. Wahrscheinlich bricht die danach auseinander oder so. Nee, tut sie gar nicht. Umso besser. Oh, da ist ein Dämon. Am liebsten würde ich wirklich alle Feinde, die wir so sehen, direkt umklatschen, damit wir noch ein bisschen grinden können. Ein bisschen unsere XP hochziehen können. Aber wir sind momentan noch relativ schwach, habe ich das Gefühl. Zumindest gegen die Gegner, gegen die es wirklich ankommt. Zuerst einmal wird Griffin aber einen Shadow Strike machen. Auf den guten Dämon oder was auch immer es ist. Da 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 da. No, 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 no. Und du machst mal einen Shadow Blast, vielleicht reicht's ja schon. Sehr schön. War zwar ein kleiner Mini-Crit, aber es hat auf jeden Fall gut ausgereicht. Du wirst mal kurz die gute Lilly heilen. Ja, die gute Sascha, Entschuldigung, ich verwechsel die beiden immer. Bevor da noch irgendwas passiert. Der wird zwar jetzt alleine nicht mehr viel Schaden machen, aber dennoch muss man ein bisschen Vorsicht walten lassen. Zumal ich auch sehr viel Vorsicht walten muss, aus dem Grund, ich muss auch sehr viel Vorsicht walten lassen, dass ich meine Stamina nicht so schnell aufbrauche. Ich bin da eigentlich in den letzten Parts immer sehr, sehr, wie soll man sagen, sehr ungeschickt mit umgegangen. Ich habe das nämlich eigentlich rausgeworfen wie, keine Ahnung, Streusand im Winter. Und das war jetzt nicht so schlau, was man hätte, nicht das Schlauste, was man hätte machen können, sagen wir es mal so. Du machst erstmal ganz normal einen Shadow Blast und du kannst einfach ganz normal raufhauen, das sollte eigentlich ausreichen. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Sneaky Trickster ist auch besiegt und wir können wieder nach draußen gehen, denn wir haben aus irgendeinem Grund im Haus gekämpft, warum auch immer. Kriegen noch ein bisschen XP, ein bisschen Geld und haben da wieder so einen riesigen, riesigen Grabstein, der irgendwie dreimal so groß ist wie wir selbst. Es sieht so aus, als wäre dieses Grab auf diesem Grab randaliert worden. Unsere Väter haben unseren Thron gestohlen. Heute sollen wir diese Tradition brechen. Sie versuchen, die Reichtümer unserer Gräber mit ihnen zu nehmen. Aber ihr müsst sie zurück zu euren Söhnen bringen. Ha. Das ist komisch. Ich wundere mich, was das bedeuten soll. Sehr, sehr komisch ist das. Habe ich das falsch... Also eigentlich habe ich es richtig übersetzt. Ich habe es vielleicht noch nicht verstanden. Charles Wilson Jr. Der Instigator. Also der das hervorgerufen hat. Der Instigator. Peter Johnson Jr. Hier ist noch so ein Blumengrab. Charles Wilson Jr. Nee, das lassen wir mal schön hier. Sehr komisch. Es ist das Wilson Manor. Und es scheint so, als wären alle Wilsons gestorben. Aber wer ist dann der Typ mit dem Zylinder, frage ich mich. Werden wir wohl noch früh genug herausfinden. Hey, guck mal da. Ein Stück Holz. Dann nehmen wir uns das doch mal. Ach, können wir gar nicht. Ach, hier ist so ein Lagerfeuer. Meint ihr sie das? Das ist irgendwas Komisches mit diesem Holz. Ich habe das Gefühl, wir sollten hier ein Feuer entfachen. Haben wir irgendwas dafür? Crops? Nee. Hätte mich auch gewundert, ehrlich gesagt. Okay, wir müssen also ein Feuer entfachen. Heißt demnach, dass wir wahrscheinlich ein Feuerzeug oder Streichhölzer finden müssen. Oder vielleicht auch einfach Zunder und ein Feuerstein, so ganz oldschool-like.
Zumindest haben wir das jetzt gerade nicht hier. Das heißt, wir müssen wieder zurückgehen. Wir sollten vielleicht mal wieder speichern, habe ich das Gefühl. Ich bin wieder in letzter Zeit sehr speicherfaul geworden. Das gefällt mir nicht. Falls uns was zustoßen sollte, dann... Oh, ein Rätsel. Ach so, ja, ich weiß schon, was wir machen müssen. Wir müssen das wieder so anordnen, dass es wie oben aussieht. Ich mache es jetzt erstmal wieder Trial and Error mäßig. Vielleicht funktioniert es ja. Kurz überlegen. Der muss nach oben. Ganz nach oben. Der bleibt hier stehen, der Tisch. Ich schieb den nochmal kurz hoch. Okay, ich glaube, ich muss es kurz wieder resetten. Ich glaube, es war keine gute Idee, den nach da oben zu schieben schon. Das war ganz und gar nicht eine gute Idee. Zuerst einmal versuche ich mal den nach oben. Den nach links. Ich versuche jetzt erstmal diesen Sessel nach oben zu schieben. Wir machen ja momentan noch nichts Endgültiges. Also das ist ja alles noch hier rückgängig zu machen. Der muss sogar nach ganz oben. Da würde ich aber ganz ehrlich am liebsten erstmal den Schrank hinstellen, damit wir da nichts verbauen. Ach, wir können von diesem Teppich gar nicht runter. Okay. Dann kurz mal überlegen. Ich muss kurz mal überlegen. Die Pflanze kann ja schon mal nach oben. Das ist ja egal. Wie gesagt, ich mache das alles Trial and Error mäßig hier gerade. Schieben wir den erstmal zur Seite. Dann schieben wir den mal nach oben. Was noch gar nicht richtig funktioniert, da muss ich erstmal den hier wieder runterschieben. Aber ich glaube, wir haben es gerade. Ich glaube, ich habe gerade wieder eine Lösung gefunden. Oder habe ich? Ja, habe ich. Nein! Mann! Oh, war das dämlich. Ich krieg das nicht mehr zurück, ne? Nee. Ich habe gerade, als ich da drauf geklickt habe, habe ich gemerkt, das war eine schlechte Idee. Okay, machen wir es nochmal. Erstmal wieder den roten nach oben schieben. Den roten nach oben. Können wir ja auch so nach oben schieben, ne? Ich wollte aber erstmal so... Am liebsten wollte ich ja erst, dass dieser graue Schrank da nach oben kommt. Der kann ja nach ganz oben, das ist ja egal. Der muss ja sowieso nach oben. Den kann ich auch zur Seite schieben, das ist auch kein Problem. Jetzt kann ich den schon mal nach da drüben schieben. Aber erstmal muss der hier wieder zurück. So. Dann schieben wir den nach oben. Einmal kurz, ich schieb's ja erstmal hin, das macht keinen Unterschied jetzt. Ja, aber ist noch alles im Machbaren hier. Kann man alles noch lösen gerade? Ja, ich glaube, ich hab's. Der kommt dahin, der kommt nach da. Genau, und jetzt einmal nur noch einen Sessel rüberschieben und die Pflanze nach oben. Und dann müssten wir es haben. Na komm. Okay. Und dann kriegen wir eine Truhe und es ist wahrscheinlich ein Streichholz drin. Nee. Ein Schlüssel. Habe ich einen Raum übersehen? Hier ist ein Raum. Nutzen wir doch mal unseren Schlüssel. Ist der falsche Schlüssel? Oh, da müssen wir rein. Hä? Ach so, wir hatten hier oben wahrscheinlich auch noch einen Schlüssel für. Also ich gehe mal davon aus, dass wir den Meeting Room Key immer noch haben. Ich werde mal kurz speichern. Kurz mal speichern. So, sehr schön. Wir sind schon bei 25% des Spiels. Das ist krass. Das ist krass, Bruder. Das ist krass. Jetzt haben wir den Meeting Room Key. Heißt das, wir müssen wieder in die Menschen zurück? Hier kommen wir ja raus. Und wir haben auch schon alles geöffnet hier. Also hier müssten wir eigentlich nichts mehr machen können. Gucken wir mal hier rechts. Hier rechts war noch eine Tür, ne? Genau. Da müssen wir wahrscheinlich den Schlüssel nutzen. Ja. Und da ist auch schon unsere Dame, die wir hier treffen müssen. Guten Tag, wie geht es Ihnen, Eiser... Ich weiß gar nicht. Eisfrau? Sind wir hier bei Frozen oder was?
So, wer bist du denn? Oh, es ist ein Wassergeist. Oder nee, ein Wasserrufer vielmehr. Ein Wasserrufer, der greift uns voll böse an. Ein Wasserrufer, hm? Okay, dann würde ich sagen, hauen wir einfach mal direkt aufs Fressbrett. Wir haben ja gar nichts, was wir hier irgendwie aufbauen müssten an Strategie oder was auch immer. Earthquake! Gut, voll ins Gesicht geklatscht. Na gut, der macht jetzt auch nicht so viel Schaden, als dass es wirklich gefährlich werden könnte. Also einfach weiter Power Strike. Und ich glaube, mit Saschas nächstem Shadow Blast sollte es auch schon geregelt sein. Oder nicht, dann macht ihr noch mal einen ganz normalen Earthquake. Ein ganz normaler Earthquake auf den Wasserrufer und das war's dann auch. Gefällt mir. Wir werden ja nach jedem Kampf sowieso ein kleines Stück geheilt, von daher gefällt mir das sehr gut. Wir haben schon wieder elementare Asche bekommen. Ach, die erste, die wir getroffen haben, war so ein Windgeist, ne? Oder ein Windrufer. Jetzt hatten wir hier so einen Wasserrufer. Aber dennoch kommen wir ja jetzt nicht weiter. Oder habe ich hier jetzt irgendwas übersehen? Nee. Wir haben jetzt elementare Asche bekommen. Müssen aber jetzt immer noch ein Feuer entfachen. Aber wir haben ja nichts. Wir haben ja jetzt keine... Was auch immer man dafür bräuchte. Also Streichhölzer haben wir nicht. Sonst haben wir eigentlich auch nichts. Hier sind diese Karten. Hä? Wieso können wir da nicht lang? Verstehe nicht. Die wir ja laut Lilly lieber mal mitnehmen sollten. Aber wieso nehmen wir die nicht mit? Ich meine, sie bringen uns momentan nicht viel. Außer, na gut, vielleicht als Brennmaterial wäre sie gar nicht so schlecht. Aber trotzdem, also wir brauchen immer noch was, um ein Feuer überhaupt zu entzünden. Den Funken zu entfachen, wenn man so möchte. Habe ich hier oben vielleicht was übersehen? Hier war ja nur dieser eine Raum. Mit diesem einen Typen. Das haben wir beim letzten Mal schon gesehen. Habe ich hier was... Ist hier noch mehr? Nee. Sehr, sehr strange alles. Bellatrix Lestrange ist das. Hier ist auch nur so ein leerer Raum. Aber hier ist ja wirklich gar nichts. Sehr, sehr komisch. Die Blumen werden wir jetzt nicht zum Feuer entfachen nutzen müssen, oder? Das wäre schon reichlich komisch. Wahrscheinlich eher sowas wie Kohle oder so. Ich werde mal kurz einen Speed-Mode anwerfen, damit wir ein bisschen schneller unterwegs sind. Nach da oben können wir ja nicht. Nee. Gehen wir doch mal nach unten. Haben wir jetzt immer noch nichts? Vielleicht die elementare Asche, die wir gefunden haben? Nee. Aber ein Code? Wir haben immer noch diesen Code, ja, also diese Ziffern, die wir irgendwo eingeben müssen. Aber wir haben noch nicht mal ein Schloss dafür gefunden. Aber zumindest erinnere ich mich da jetzt persönlich auch nicht so wirklich dran. Also ich gehe mal davon aus, dass wir irgendwo anders in der Menschen was finden sollen. Ist hier ein Code? Vault 5. Code? Nee, ich denke, das funktioniert nicht. Nee, es geht nicht. Okay. Hier drüben aber war auch alles geöffnet. Wo brauchten wir einen Code? Ist ein bisschen wie so ein Point-and-Click-Adventure gerade, habe ich das Gefühl. Das haben wir aber auch schon alles hier gemacht. Hier ging es nach draußen. In den Garten. Aber hier war ja jetzt auch nichts. Hier war ja nur dieser Werwolf, der uns angegriffen hat. Bringt uns aber jetzt auch nicht wirklich Feuer, ne? Dann auch kein Feuer in die Bude hier. Hier ist diese Küche, aber hier ist ja auch nichts Brennbares. Na gut, hier ist natürlich ein Herd. Aber dann muss man ja... Da wir ja mittlerweile noch im... Ich gehe mal davon aus, dass wir im Mittelalter hier spielen. Oder zumindest in der mittelalterähnlichen Zeit. Da braucht man ja auch noch irgendwas dafür. Um das anzuzünden. Nee. In der Mitte kommen wir auch nicht durch, oder? Da braucht man einen Schlüssel für. Tja, Freunde. Ich bin ein bisschen am struggeln. Ich habe nicht so richtig Ahnung, wo wir hin müssen gerade. Da sind Blumen. Die können wir aber auch nicht mitnehmen oder so. Hier haben wir auch schon alles rausgeholt. Das ist die Sache. Oh, das ist eine leere Flasche. Eine Small Potion.
Ist natürlich freundlich. Kann ich... Ich nehme mal kurz die Blumen mit. Nee, kann ich gar nicht. Ich kann die Blumen gar nicht mitnehmen. Ha. Ich bin verwirrt. Dezent verwirrt bin ich. Hier sind diese Teddybären. Davon habe ich immer noch keine Ahnung, was wir damit machen sollen. Wo habe ich was Brennbares übersehen? Vielleicht müssen wir ja auch gar nicht irgendwas anzünden gerade. Sondern wir müssen erstmal was anderes finden, damit wir was Brennbares, das haben wir auch schon den Code benutzt oder versucht zu nutzen. Damit wir was Brennbares finden. Ich weiß es ja nicht. Aber momentan habe ich echt gar keine Ahnung, was hier los ist. Hier ist der Code. Ah. Und wir bekommen schon wieder ein Schlüsselfragment. Das bringt uns ja gar nichts. Hä? Wir haben jetzt... Warte mal. Wir haben jetzt zwei Key Fragments, ja? One fragment of a key. Torn. Sunder in the Great Cataclysm. Was sind überhaupt Crops? Achso, das sind die Dinger, die nach Quenera müssen. Wir haben nichts zum Brennen. Aber zumindest hätte ich jetzt nichts, was ich hier anzünden könnte. Kann ich überhaupt rausgehen? Wahrscheinlich nicht, ne? Doch, kann ich. Aber hier draußen werden wir jetzt auch nicht glücklicher. Nach rechts können wir auch nicht gehen. Hm. Sehr, sehr komisch. Wir haben jetzt 2 von 3 Meetings gehabt, ja? Da frage ich mich natürlich, wo ist das dritte Meeting? Wahrscheinlich da bei dem Feuer. Ich muss doch irgendwas übersehen haben hier. Hier sind diese Karten. Da ist das Journal. Aber das haben wir alles schon gemacht. Den Sack kann ich nicht öffnen. Hier geht's in den Korridor rein. Da möchte ich aber erstmal noch gar nicht hin. Hier haben wir auch schon alles gemacht und haben eigentlich was Nutzloses bekommen. Balcony Key. Haben wir nicht. Hm, Freunde, ich bin ein bisschen verwundert. Da ist dieser Typ. Kann ich mit dem sprechen? Nee. Ich hätte ja theoretisch runterschreien können, dass er mir was Flammbares runterbringen soll. Na, geht wohl nicht. Gehen wir erstmal hier nach rechts. Hier ist ja auch nichts. Hier ist ja wirklich gar nichts. Wie sollen wir denn Feuer entfachen, ist die Frage. Alle Wege führen zum... Ich nehme jetzt mal hier diese Flower mit. Ich nehme einfach mal die beiden Grabblumen mit. Vielleicht bringt uns das ja was. Nee. Charles Wilson Jr. Peter Johnson Jr. Also ich glaube, es hat irgendwas mit dem Grab hier zu tun. Wo wir hier die Blumen hinlegen. Ah, ich verstehe. Das war der Trick. Auf dem Grabstein stand ja, dass sie versuchen, etwas von unseren Vätern zu nehmen, aber wir müssen es erst zu den Söhnen bringen. Jetzt haben wir die ganzen Blumen immer zu den Juniors gebracht. Meine Herren! Also, das kann man aber auch ein bisschen deutlicher sagen. Oder wirklich auch sagen, dass man hier jetzt das machen soll. Also, Alter, das ist ja ein bisschen sehr kryptisch gewesen gerade. Erstmal die Rune nehmen, haben Foto 8 bekommen. Mann, 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 Freunde. So. Danke, dass du die Blumen wieder zu ihren richtigen Besitzern zurückgebracht hast. Nimm diesen Globus der Flammen. Du brauchst ihn sicher. Der Globus der Flammen. Dankeschön. Du bist ein Vampir, schätze ich mal. Ich weiß es nicht. Oder zumindest ein Geist. Ein schönes Leben oder schönes Ableben noch. Okay, jetzt werden wir auf jeden Fall in diesem Part noch das Lagerfeuer entfachen. Mann, Mann, Mann. Das war... Also das
Vielleicht hattet ihr eine Ahnung, dass wir das da machen mussten. Ich jetzt nicht. Aber jetzt haben wir es ja doch geschafft. Globe of Flame. Boots. Da oben ist der letzte Geist. Auf dem Balkon. Hacha! Deine Dreistigkeit erstaunt mich. Ja, Rooten ist es jetzt nicht unbedingt Dreistigkeit, aber so Rüpelhaftigkeit, wenn man so möchte. Aber erstmal angreifen mit einem Shadow Strike. Das ist übrigens der Shadow Deviant. Also der Schattenteufel, wenn man so möchte. Wir machen ihm guten Schaden, aber wir müssen natürlich auch wieder um unser eigenes Leben ein wenig kümmern. Wer hat denn am meisten gelitten? Ich glaube sogar Griffin ist das, ja. Der Rest wird dann schön mitgeheilt. Perfekt. Deadly Vision. Tödliche Vision. Gefällt mir nicht. Aber in dieser Runde sollten wir den auf jeden Fall schlagen können. Und zwar vernichtend, meine Freunde. Mit einem normalen Pound. Zack. Eine kleine Zuhälterschelle und das war's dann auch schon. Perfekt. Hier noch muss zwar wieder in dem nächsten Kampf geheilt werden, aber das kriegen wir schon hin. Wieder elementare Asche bekommen. Level Up für Lilly. Für Sascha. Wie gesagt, ich verwechsel die ständig. Und damit haben wir den Balcony Key und das dritte Meeting bekommen. Und ich würde sagen, beim nächsten Mal schauen wir dann bei diesem Balkon der Wilson Manor vorbei. Ich bedanke mich für heute fürs Zugucken. Wünsche euch noch eine wunderschöne Zeit. Bis zum nächsten Mal. Und wie immer, bye bye.